Hallo, heute habe ich eine besondere Hausaufgabe bekommen. Mein Thema ist Erfinden, Entdecken, Erfahren. Ich soll also überraschende deutsche Erfindungen um uns herum finden. Naja, aber wo finde ich sie eigentlich? Ich weiß nur, dass die Deutschen etwas mit Film und Fernsehen zu tun hatten. Das ist doch mein Hobby. Aber sonst? Autsch! Ja, natürlich der Dübel und die Glühbirne. Und zum Glück hat Wilhelm Röntgen die Röntgenaufnahmen erfunden. So ist mein Finger heute gerettet. Schauen wir kurz mal nach. Der Dübel wurde im Jahre 1957 von Arthur Fischer erfunden. Heinrich Goebel hat im Jahre 1854 die Glühbirne konstruiert. Die erste Röntgenaufnahme hat Wilhelm Röntgen im Jahre 1805 gemacht. Und auf die unnötigen Kalorien kann ich auch beim Teetrinken verzichten. Ja, der Süßstoff, eine gute Idee. Na gut, aber jetzt ran an die Arbeit. Der Papierlocher und das Klebeband, das sind wohl auch deutsche Erfindungen, oder? Wow, aber die Gummibärchen, die kommen hundertprozentig aus Deutschland. Alle Kinder und Erwachsenen kennen sie doch. Also, Zeit für eine kurze Pause. Konstantin Fallberg hat im Jahr 1878 Süßstoff als Ersatzstoff für Zucker synthetisch hergestellt. Der Papierlocher wurde von Matthias Thiel im Jahre 1886 patentiert. Das Klebeband hat deutscher Apotheker Oskar Troplowitz im Jahr 1901 ausgedacht. Hans Riegel hat 1922 die ersten Gummibärchen produziert. Lecker ist diese Erfindung. Ich finde sie einfach genial. Aber bitte nicht vergessen, gleich nach dem Naschen die Zähne zu putzen. Die Zahnpasta, die Nivea-Creme. Ich benutze sie jeden Tag. Wer hat sie erfunden? Ich schlage gleich nach. Im Jahre 1907 hat Ottomar von Mayenburg die Zahnpasta produziert. Nivea-Creme hat Oskar Troplowitz 1911 erfunden. Deutsche haben viel erfunden, was im Alltag für uns unverzichtbar geworden ist. Sie haben unsere Welt verändert und viele nutzt du jeden Tag. Schau um dich herum und mach deine persönliche Topliste der überraschenden Erfindungen und Entdeckungen. Erfahre mehr! Ich habe meine Liste schon fertig.